Da sind sie ja schon, Opa. Ho, ho, ho. Nanaki hat mir alles über euch erzählt. Ich bin Ugelhagen. Ich unterrichte hier im Tal Planetenkunde. Man könnte sagen, ich weiß ein bisschen was von der Welt. Was heißt ein bisschen? Richtig gut kennst du dich damit aus, Opa. Naja, besser vielleicht als ein Jungspund wie du. Ich bin schon 48, falls du's vergessen hast. 48? Nanakis Spezies wird sehr alt. In Menschenjahren gerechnet ist er 15 oder 16 Jahre alt. Ich bin erwachsen. Alt genug, um dich und das Tal zu beschützen. Anders als mein feiger Vater. Ho, ho, ho. Lanaki, sag, hast du eigentlich allen im Tal schon von deiner Rückkehr berichtet? Noch nicht. Mach ich gleich. Entschuldigt das. Wollt ihr euch drinnen mal umsehen? Dieses Gerät zeichnet die Aktivitäten des Planeten auf. Sehr empfindliche Technologie. Bitte ganz vorsichtig damit umgehen, ja? Oh, eine falsche Berührung und alles bricht zusammen. Das ist ein Modell unseres und der umliegenden Planeten. Und der ganze Staub repräsentiert wohl die Menschen. Hier haben wir das kristallisierte Gedächtnis unseres Planeten. Das geheimnisvolle Funkeln hat etwas ganz Besonderes, nicht wahr? Hier wird das Wissen über den Planeten aufbewahrt. Nanaki in jungen Jahren. Kaum wieder zu erkennen, was? Nichts als Unfug hatte er damals im Kopf. Das ist einer der ersten Makrodetektoren, die es je gab. Ist allerdings nicht mehr funktionsfähig. Noch etwas Geduld, bitte. Dort kommen wir später hin.
Das hier ist das Modell eines Generators. Die Windkraft wird genutzt, um neue Luftströmungen zu erzeugen. Die echten gibt's mittlerweile ja in allen Ecken der Welt. Kein anderes Gerät kann die Bewegung der Sterne so präzise erfassen. Eigentlich gibt es keinen schöneren Blick auf den Sternenhimmel. Nur die Linse müsste mal wieder sauber gemacht werden. Tut mir leid. Schon wieder? Diese Stimme. Das ist der Schrei des Planeten. Sein trauriges Klagelied. Man hört es dieser Tage nur allzu oft. Dank diesem Sprachrohr können wir seine Stimme aus den Tiefen des Erdreichs hören. Das ist nicht die Stimme des Planeten. Das sind die Arma, seine Wächter. Oh, du scheinst dir da ja sehr sicher zu sein. Weil wir sie selbst gesehen haben. In den Reaktoren in Gongaga und Coral. Sie sind riesig. Ho, ho, ho. Das klingt in der Tat überaus interessant. Doch... Es könnten auch Illusionen als Folge einer Mako-Vergiftung sein. Damit ist nicht zu spaßen. Hä? Aber... Oh. Verstehe. Verstehe. Es ist völlig offensichtlich, dass euch selbst die grundlegendsten Kenntnisse der Planetenkunde fehlen. Ja, ja. Doch das lässt sich ändern. Folgt mir einfach. Das hier ist unser Planetarium. Im Shinra-Gebäude besitzen Sie ein wesentlich neueres Modell. Doch das hier ist das von mir gefertigte Original. Gut, dann wollen wir mal. Thank you.
schön. Ho, ho. Es kommt noch besser. Oh, seht nur. In unseren Lehren geht es um den Planeten und seinen Platz im Universum. Es geht um die Lebewesen, die den Planeten bevölkern und ihre Verbindung zueinander. Das hier ist unser Planet, unser Zuhause. Er bietet uns alles, was wir zum Leben brauchen. Auf ihm wurden wir geboren. Und eines Tages werden wir auch auf ihm sterben. Wisst ihr, was dann mit uns geschieht? Unsere Körper zerfallen und kehren zum Planeten zurück. Doch was denkt ihr, geschieht mit unserem Bewusstsein, unseren Seelen? Auch sie kehren zum Planeten zurück, genau wie unsere Körper. Einträchtig vereint, kreisen sie von nun an um den Planeten. Sie kreisen, konvergieren, divergieren und bilden das, was die Menschen als Lebensstrom kennen. Wie der Name vermuten lässt, ist der Lebensstrom die Lebensader des Planeten. Seine ganze spirituelle Energie fließt in ihm. Damit der Planet weiter bestehen kann, benötigt er genau diese spirituelle Energie. Falls sie eines Tages komplett aufgebraucht sein sollte, kennt ihr nun das Fundament der Planetenkunde? Verbrauchen wir Marco, nehmen wir dem Planeten seine Lebensgrundlage. So ist es. Wird die Energie aus dem Lebensstrom zu Marco geformt, dann kann sie nie wieder in ihn zurückkehren. Sie wird von den Maschinen verschlungen und verschwindet einfach. Sind Sie sich da ganz sicher? Könnte es nicht sein, dass sie in den Lebensstrom zurückkehrt und dort eine vollkommen andere Gestalt annimmt? Was meinen Sie? Interessant. Ja, eine neue Theorie. Vielleicht wäre es gut, wenn du an unserem Seminar teilnimmst. Sie haben gerufen? Seid so gut. Führt die junge Dame doch bitte zu unserem Seminar. Hier entlang, bitte. Gut. Mich auch. Vielen Dank, dass ihr euch so gut um Nanaki gekümmert habt. Meister Bugenhagen hat mir mitgeteilt, dass ihr alles mitnehmen könnt, was ihr auf eurer Reise braucht. Schaut euch doch gerne einmal in Ruhe um.
Bei unseren Brüdern und Schwestern, mit denen wir zusammen auf diesem Stern leben. All unsere Gedanken sind Teil der Weisheit des Planeten. Bugenhagen hat mir euer Kommen angekündigt. Über eine Teilnahme am Seminar würden wir uns sehr freuen. Ich bringe euch gerne hin. Es macht keinen Unterschied. Denn wir sind eins mit dem Planeten. Hast du dich jemals mit dem Innersten des Planeten? Der Planet sieht mich. Ich kenne. Auch wenn mein Äußeres anderes vermuten lässt, so bin ich doch den feingeistigen Dingen des Lebens zugetan, wie Gedichten oder Gesang. Mein Vater war jedoch nie damit einverstanden. Oh. Und du, junge Dame? Du siehst so aus, als hättest du etwas zu berichten. Gern. Also ich... Nun ja. Ich bin in den Lebensstrom gefallen. Der Lebensstrom ist ein wunderschöner Ort, erfüllt von Erinnerungen. Ich fühlte mich von Güte umschlossen und lang vergessene Erinnerungen strömten in mich. Es war warm dort, im Herzen des Planeten. Aber gleichzeitig herrscht dort Krieg. Ein Krieg gegen einen Mann, der den Planeten zerstören will. Ich meine, wir brauchen den Planeten und er braucht uns. Deshalb müssen wir kämpfen, entschlossen und mit vereinter Kraft. Doch auf das Wie habe ich noch keine Antwort. Ich dachte, hier würde ich sie finden. Das soll keine Kritik an der Planetenkunde sein. Und ich will auch niemandem Angst machen. Aber... Also... Tut mir leid. Ich kann es nicht richtig erklären. Aber es gibt doch nichts zu entschuldigen. Und wenn du es noch einmal versuchen möchtest, dann sind wir immer für dich da. Stell dir auch weiterhin diese Fragen. Denn dann wird sich die Antwort irgendwann zeigen. Nun denn, wir sollten uns so langsam an die Vorbereitungen machen. Meine Lieben,
Das Seelengeleit beginnt in Kürze. Wir gehen schon mal vor. Kinder des Planeten können immer darauf vertrauen, dass er sich nie von uns abkehren wird. Der Planet wird uns stets beschützen und selbst vor den größten Katastrophen bewahren, solange wir uns nur im Gebet als dankbar gegenüber dem Planeten erweisen, wird er es gut mit uns meinen und an nichts mangeln lassen. Der Planet gibt auf uns Acht und so müssen wir auch auf den Planeten Acht geben. Das ist nur selbstverständlich. Der Planet schenkt uns allen seinen Segen. Deswegen kehren wir am Ende unseres Lebens zu ihm zurück. Der Planet ist zufrieden, wenn die Menschen ein erfülltes Leben führen. Wir alle sollten uns nach den Lehren der Planetenkunde richten und aufrichtig zu ihm beten. Nur dann wird uns der Planet höchste Glückseligkeit zuteil werden lassen. Wenn es etwas gibt, wovor wir uns fürchten müssten, dann sicher nicht vor unseren Brüdern und Schwestern, mit denen wir zusammen auf diesem Stern leben, sondern vor fremden Wesen, die von außerhalb des Planeten kommen. Sie sind diejenigen, die unseren Planeten verwüsten und die ihn am Ende vollkommen verschlingen werden. Ihr Kinder des Planeten, gebt einander die Hände und steht seit... Hab mich vorhin mit einem Ältesten unterhalten. Er meinte, es wäre arrogant zu glauben, wir könnten den Planeten retten. Der Planet würde sein Schicksal bestimmen und sich zur Not auch selbst von jeglicher Verschmutzung befreien. Sollen wir also einfach nur rumsitzen und nichts tun? Und unsere Nasen in Büchern vergraben? Wenn wir nicht kämpfen, wird sich auch nie etwas ändern. Das sehe ich auch so. Ich wusste, dass in dir ein vernünftiger Kerl steckt, Cloud. Das war ganz schön peinlich von mir, was? Ganz und gar nicht. Sie haben nur nicht richtig zugehört. Ich hab dich verstanden. Ich wünschte, das hätten alle. Ist nicht deine Schuld. Ich danke dir, Cloud. Damals, als ich noch ein Kind war, habe ich mit Mama und Papa auch so um das Feuer herumgesessen. Und wir haben... Ach, nichts. Vergiss es. Ich höre gern zu.
Wenn ich an meine Mutter denke, dann explodiere ich beinahe vor Stolz, weißt du? Ganz im Gegensatz zu meinem Vater. Ich kann noch nicht drüber reden. Die Verstorbenen kehren zum Planeten zurück. Also das ist mit Abstand das Dümmste, was ich je gehört habe. Echt jetzt. Wenn man stirbt, ist man tot. Mehr nicht. Wie kommst du darauf? Einfach so. Ich glaube nicht an Dinge, die ich nicht selbst gesehen habe. Ich bin vom alten Volk. Das Volk, das diesen Planeten besiedelt hat. Man kennt uns als Zetra. Oder kannte uns. Denn ich bin die letzte Überlebende. Meine Herkunft brachte mir viel Leid. Seit ich klein war, wurde ich gemieden. Oft gefürchtet. Verfolgt. Und wurde auch eingesperrt. Meine Herkunft war für mich wie ein Fluch. Selbst wenn ich mich freute, erinnerte mich immer etwas daran, dass ich anders war. Und das machte mich traurig. Aussichtslos. Nur so kann ich es beschreiben. Ein normales Leben schien unerreichbar. So gab ich auf. Doch. Am Ende hatte meine Herkunft auch etwas Gutes. Ich fand Freunde. Und heute geht es mir besser. Ich wurde belohnt. Meine Geduld hat sich ausgezahlt. Leben, solange ich sie an meiner Seite habe. Und für sie werde ich tun, was ich kann. Thank you.
Nun gut, sind alle bereit? Du warst also auch hier. Warst du die ganze Zeit, Nanaki? Opa! Es gibt da etwas Wichtiges, das ich dir zeigen muss. Komm doch bitte mit mir mit. Deine Freunde können uns natürlich begleiten. Und was waren eure Eindrücke vom Seelengeleit? Ich weiß nicht warum, doch es kommen immer mehr Gäste von außerhalb, um der Zeremonie beizuwohnen. Fragt man sie hinterher, sagen die meisten, dass sie überwältigt oder sogar zu Tränen gerührt gewesen wären. Ich freue mich, dass das Seelengeleit so positiv aufgenommen wird. Denn dieser Zeremonie wohnt eine große Kraft inne und die Menschen spüren dies instinktiv. Sie sind ergriffen von dem, was sie sehen. Fragt man sie allerdings, ob sie sich noch mehr mit der Planetenkunde beschäftigen wollen, nun, danach verlangt es den wenigsten. Doch warum? Wir sind im Alltag umgeben von Hunden, Katzen, Fischen und Pflanzen. Sie alle werden nicht umsonst Lebewesen genannt. Wenn ein Kind geboren wird oder eine Pflanze erblüht, ist die Kraft des Lebens für jeden deutlich spürbar und bewegt die Herzen der Menschen. Doch das Leben des Planeten kümmert kaum jemanden. Tut mir leid, ich rede und rede hier. Je älter man wird, desto mürrischer schimpft man vor sich hin.